So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino-WhatsApp-Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp-Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi. So, grüße euch erstmal alle zusammen. Heute geht die Reise weiter in Richtung Gewinne. Hoffe ich mal. Fat Banker. Ja. 20 Cent Einsatz und kommen ein paar Freispiele ein. Und dann legen wir mal sofort los. So. Habe ich jetzt mal so 2 Tage ausgesetzt. Manchmal muss man das mal hin und wieder mal machen mit dem Aussetzen. Wer weiß, wozu das dient. Keine Ahnung. Aber davon abgesehen mache ich das mal hin und wieder. Wenn das, also wenn das Spiel schlecht läuft, dann setze ich da auch mal ein paar Tage aus und zocke dann natürlich alternative Spiele. So. Und in dem Gelände, was? Ja, das war's. Nichts passiert in der ersten Runde. Plus minus null, wenn man so sagen darf. Gehen wir mal rein. In die zweite Runde. Ja, wieder so einiges ausprobiert an Spielen. Jetzt habe ich auch einfach mal so ein paar Bücherspiele mal ausprobiert. Ne? Also da kann ich nur jedem raten, die Finger davon zu lassen. War überhaupt nicht gut. Also in Bücher dazu tun hat, in Sachen Online-Casinos läuft scheiße, finde ich. Aber ich habe das jetzt, muss ich dabei auch sagen, betonen, nicht so lange gespielt. Wie ich jetzt sagen könnte, mal so ein paar Stunden. Ja, aber was ich da so im Grunde genommen als Vorteil hatte, war nicht so unbedingt überzeugend. Sagen wir mal so. Hier sind sie, oder? Ja, hier sind sie. Und kommt der Bonuswagen noch? Leider nicht. So. Schon wieder nur ein Sack. Er ist ja dünn. Ganz dünn. Ein bisschen Zunder, aber trotzdem, der Start war nicht so toll. Aber hat sich so ein bisschen regeneriert jetzt? So, dann lassen wir das Ding mal ruhiger laufen. Volllauf ist gut. Kann mich eigentlich nicht beschweren. Der sechste Dicke. Ja. Position nicht so unbedingt toll. Muss noch weiter nach links. Ja. Oh mein Magen, ja, heftig. 17 Euro, okay. Schade, ich habe gleich noch Level 4 rein. Aber das war's. Kommen wir jetzt mal den Bonuswagen da vorbeimarschieren. Und leider nicht. Ja, wieder so eine komische Summe. In etwa mal Einsatz.
gleich mal in die nächste Runde reinsteuern hier. Ja, die letzten 2 Tage ist nicht so unbedingt viel bei mir gelaufen in Sachen Online-Casino, muss ich dabei sagen. Heute gehe ich nochmal in die Spiele rein. Aber davor lief gut. Auch im alten Jahr lief gut. Also letzten Tage im alten Jahr lief gut. Liefen gut. Aber jetzt so, sagen wir, die ersten 2 Tage so in einem neuen Jahr, da ging das so. Das war jetzt nicht unbedingt mit Verlust extrem. Aber dann ist das so manchmal so ein bisschen dahingedümpelt. Aber man, das hat man ja manchmal, aber das ist ja vollkommen normal. Man kann ja nicht jeden Tag gewinnen. Deswegen habe ich mir gedacht, fängst du heute mal wieder mit Fat Banker an. Aber man sieht auch hier diese einen Sack da reinschmeißen am Anfang, das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Holy Grail ist kaputt. Na, ist Platz die Runde. Jawohl, schön. Immer 5. Super. So, jetzt schauen wir mal, wie läuft. Mal 2 haben wir dabei mit 5 Säcke volles Paket hier im Anschlag. Da wollen wir gleich mal gucken, wie es hier läuft. Jetzt muss ich natürlich so weitermachen. Jetzt noch einer mit schon Runde 3. Komm, 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 mach. Jawohl. Erst einmal schön, wenn er mal so 2 pro Runde gibt. Dann geht der ganze Vorgang viel schneller. Jetzt sind wir Level 3, Leute, mal 2. Jetzt könnte eigentlich eine schöne Rutsche reinkommen. Aber er darf sich natürlich da nicht rechts in die Ecke verziehen. Ist natürlich absolut tödlich. Jetzt brauche ich noch 2 Säcke, dann kann er sogar Level 4 reinmarschieren, aber ich glaube, das wird er nicht machen. Oder? Letztes Spiel. Oh, jetzt. Jawohl. Ich bin drin. Level 4. Ah, das ist das Geile in dem Spiel. Der Bonuswahn, der ist einfach nur satt. Ja, okay, jetzt habe ich noch 2 Spiele. Und sogar noch einen Sack hat er da noch. Jawohl. Oh, Level 5 könnte sogar auch noch drin sein. Oh, da müssen wir jetzt erstmal genau reinzwiebeln. Jetzt hier noch oben drauf gehämmert. Jetzt bin ich mal gespannt. Position auch noch okay. Und sollte der Mops sein. Ja, okay, das war's. Das ist auch bei Level 4 kleben geblieben, aber immerhin. Gerade jetzt gerade da irgendwie kombiniert der Mops noch, denke ich mal. Und Fuffi. Okay. Ah, ich liebe dieses Spiel. Ist immer noch am besten von den Auszahlungen. Und das meinte ich nämlich gerade. Diesmal hatte ich nicht gemacht. Aber ihr habt es jetzt selber gesehen. Der Bonuswagen kann durchaus 3-4 Mal reinkommen. Also das war bei mir schon mal der Fall. Da gibt es direkt ein paar 1000 €. Da hatte ich, glaube ich, einmal 4.700 € gehabt mit 20 Cent Einsatz. Wie gesagt, das macht dieses Spiel möglich. Man denkt, oh, jetzt ist der einmal drin gewesen. Aber der Bonuswagen kann mehrmals. Ich hatte den 3 oder 4 Mal hatte ich den drin gehabt. Schön. Na, ist die Runde doch noch gut ausgegangen. Ich habe sogar noch ein bisschen Gewinn auf dem Tacho. Aber drehen wir noch mal weiter. Gucken wir mal, wie die Mühle hier läuft. Aber ihr habt gerade selber gesehen, er kam sogar zum zweiten Mal rein, hat aber natürlich nicht in der Form verlängert. Das heißt, keine Auspuffgase, kam hinten raus. Aber trotzdem, da konnte man das beste Beispiel sehen, dass der Bonuswagen wirklich mehrmals hintereinander kommen kann in einem Game. Ja, das natürlich zur Folge bewirkt, dass man dann natürlich mehrere Level nach oben
gepimpt wird. So. Da letztes Mal mit einem drüber gesprochen, da konnte er gar nicht glauben, dass ich da 3-4 Mal hatte hintereinander, ne? Aber das muss man wirklich mal gesehen haben. Ich meine, das macht er natürlich auch nicht extrem oft, ganz klar. Weil dann ist man ja schon fast Level 6. Wer hat jetzt im 4. oder 3. Level macht, 2-3 Mal, dann ist man ja schon automatisch, wenn er dann den Bonus gibt, auf Level 6, da ist man ja schon mit Anschlag durch. Oh, das ist auch nochmal reingegangen. Aber ich glaube, das ist jetzt noch hier ein Rumlungern da rechts. Da spielt er dazu. Ja, das ist so. Das kenne ich schon manchmal. Auch da noch 2 oder 3 Spieler rein und läuft da einfach nur ins Nichts. So. Schade, die eine Runde hätte vorkommen müssen. Dann hätte ich nämlich jetzt schon schön finito gemacht. Aber naja, was will man machen? Kommt, wie kommt. Da muss man jetzt noch ein paar Mal nachdrehen. Ich mache manchmal so, boah, ab 100 Euro plus, 150 Euro plus, mache ich dann direkt Feierabend. Mal 4 ist an. Geht gut aus. Mal 4. So, jetzt will ich mich drüber freuen. Jawohl. Knipst super an jetzt. Schön im Vorlauf und schön Multiplikator noch. Mal 4 ist auch recht selten. Einfach nur nicht so weit nach rechts sich verpissen, dann ist es natürlich scheiße. Level 3. Er muss weiter nach links. Seht ihr, und das meine ich nämlich damit. Wenn er zu weit rechts ist, dann macht er die ganzen Gewinne kaputt. Er hat die Rothaarige noch mal ganz kurz reingegeben, aber auch schwach. Jawohl. Aber da ist wahrscheinlich Endstation. Aber die Runde war auch gut. Ihr seht selber, der mal 4er Multiplikator ist hammermäßig. Ach komm, es gibt noch einen schönen Gewinn oben drup. Ah, schade. Aber jetzt kann man nur noch auf den Wagen nochmal hoffen. Mache ich auch finito. Ja, jetzt mache ich auch Schluss. Reicht erstmal für heute. Ja. Schöner Abschluss noch hier. Mit einem schönen Multiplikator. Mal 4, seht ihr selber. Reicht jetzt erstmal. Bin doch im Plus noch ungefähr 100. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, Leute. Und auch viel Glück. Ich gehe nochmal eventuell heute in die Spiele rein und werde vielleicht noch eine Kleinigkeit für euch aufnehmen. Aber ansonsten werde ich hier heute Abend nochmal auch hier online weiter prügeln. Ich wünsche euch viel Glück, Leute, und bleibt gesund bei dem Wetter. Wir sehen uns. Ciao.